Ist halt doch gegen das, was er gesagt hat. Aber schlafen können wir ja nicht. Oder wollen wir nicht. Wir wollen ja herausfinden, was in dem Nigel ist. So. Kaboom. Diesmal musste es klappen. Ich hatte das Netz mit der Batterie. Und ich hatte das Filtermodul mit dem roten Glas. Und eine blühende Fantasie. Ich weiß nicht, wo Sie dieses Wissen über Laser herhaben. Aber rote Laser sind energieärmer als blaue. Und wie dieses Membrannetz von Ihnen funktionieren soll, ist mir ebenso ein Rätsel. Ich habe so viel riskiert, um heute hier zu sein. Und du glaubst, ich würde mir das alles bloß ausdenken? Bist du wahnsinnig? Wir sitzen in einer Ruine und du schießt Wände ein. Die Tür ist jetzt auf. Warte mal. Wie hast du das gemacht? Ich habe die Energiezufuhr konzentriert und die Farbfrequenz mit einem improvisierten Modulator manipuliert. Interessant. Das ist sogar sehr interessant. Komm mal her. Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich will dir nur etwas zeigen. Also komm her. Hey, was soll das? Ich brauche den Bohrer noch. Das ist, damit du da unten das Fundament nicht einreißt. Die Membran kannst du behalten. Und jetzt geh mir aus den Augen. So ein... Naja, okay. Nigel? Hallo? Ich habe ja eine ganz böse Vorahnung, was den Nigel angeht. Aber ich werde dazu erstmal nichts sagen. Und ich habe den Datenkristall gefunden. Terminal? Das sieht aus wie das Terminal, an dem Nigel hing. Vielleicht ist es das sogar. Der Aufprall hat es völlig zerstört. Nigel kann den Sturz nicht... Überlebt, haben wir gerade gesagt. Hier sind ein paar zerbrochene Platinen. Ein zerquetschtes Belüftungssystem und ein Chip. Ich nehme ihn mit. Vielleicht funktioniert er noch. Im Saal? Das ist das Wasser von den Straßen. Hoffentlich halten die Wände, solange ich noch hier unten bin. Hier haben wir noch ein neues Terminal. Hier ist nichts. Was soll das mal gewesen sein? Oh, jetzt geht sie komplett hoch. Nein, jetzt soll es ja runtergehen. Ich komme also hier nicht rüber. Okay, Abgrund. Das sind mindestens 15 Meter. Ganz unten kann ich eine Treppe sehen und zwei Schaukästen oder so. Jetzt wirklich alles komplett zerstört. Jetzt schauen wir mal, was mit dem Datenkristall ist. Ach, da geht's drunter durch. Das ist Nigels Kristall. Er hat sich beim Sturz in den Stein gebohrt. Ich komme nicht ran. Und? Ich bin doch nicht lebensmüde. Alles klar, das ist natürlich... Ja, das Paddel hat genau die richtige Länge. Nein, das Rinnsal hat ihn weiter nach unten gespült. Na, klasse. Okay, Sockel. Drei merkwürdige Sockel lehnten an der Wand. Lassen Sie mich raten. Das waren Teleporter. Sie stellten sich auf einen, murmelten was in ihr komisches Funkgerät und schwupps. Waren Sie auf einem anderen Planeten? Nein, das waren verrostete Regale. Oh, schade. Hier ist ein Knopf, der nichts macht. Okay. Ein Steckplatz für eine dieser Signallichter. Räubern wir mal hin. Nee, okay. Chip? Nee. Was für Signallichter eigentlich? Drei merkwürdige Sockel legen. Lassen Sie warten. Oh. Okay. Es passiert nichts. Und der letzte? Es passiert nichts. Okay, mal schauen, was hier noch alles ist. Also wir haben drei Steckplätze und drei Sockel. Haben aber nichts anderes momentan. Hier haben wir auch noch Steckplätze. Was ist denn das hier für eine Lampe? Das ist eine Signalleuchte. Alles klar, und es fehlen anscheinend die Signalleuchten. Oder wir brauchen nur die. Terminal. Kein Strom. Okay.
Okay. Ja, wissen wir schon. Okay, jetzt haben wir hier noch die Batterie. Nein. Achso, muss ich die Wartungsklappe öffnen? Ich bekomme meine Finger nicht in die Rillen. Ah, oder ist da ein Messer dabei? Genau das, was ich brauche. Ja, das war leicht. Durchgeschmorter so, Chip entnehmen. Chip, du hast tolle Arbeit geleistet, aber jetzt wird es langsam Zeit zu gehen. Leb wohl. Und wir nehmen den neuen Chip und basteln den hier ein. So, rein mit dir. Ich vermisse die Tiere und Menschen. Ständig nur diese Maschinen, die sich nicht einmal bedanken, wenn man ihnen hilft. Und dann eine Batterie. Keine Ahnung. Ach nee. Oder funktioniert das auch so? Nein, geht immer noch nicht. Hier verläuft ein Kabel in die unteren Stockwerke. Wahrscheinlich ist der Generator ausgefallen. Verständlich bei den Wassermassen. Dann gehe ich mal hier lang. Wo ich wollte noch ausprobieren, ob ich die Lampe eventuell in einen dieser Schränke reinpacken kann. Es passiert nichts. Dann halt nicht, nehme ich wieder mit. So, nehmen wir mal hier runter und schauen mal, was die Dame hier tun kann. Abgrund, 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 Abgrund. Ranke. Das untere Ende hat sich fest um das Geländer gewickelt. Dann entferne sie doch mal bitte vom Geländer. Und wir können da mit vielleicht... Ich glaube, da habe ich etwas Besseres als meine Hände. Was? Ich mache das besser von weiter oben. Hoffentlich hält der Schutthaufen mein Gewicht. Geschafft. Jetzt muss ich nur noch... Und hepp! So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch wieder nach... Okay, gut. Das war jetzt eine seltsame Aktion. Was war das hier mal? Wirklich ein Einkaufszentrum? Sieht nicht danach aus. Sieht eher nach Rinnsal, 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 Rinnsal. Nichts. Linker Schaukasten. Im linken Schaukasten stand ein alter Bildschirm, dick und klobig, wie dein Gerät da in der Ecke. Klingt, als wären sie in einem Medienarchiv gelandet. Ha, das ist toll. Man hat mehr Mühe in die Aufbewahrung alter Maschinen investiert, als in die Erhaltung des Klimas. Dieses eine Mal will ich Ihnen glauben. Okay. Im rechten Schaukasten war eine große schwarze Scheibe mit einer Widmung für Elise. Das war eine Schallplatte. Wissen Sie, damit... Wirklich entzückend, wie Sie versuchen, Ignoranz vorzugaukeln. Schallplatten gibt es überall. Das kann nicht Ihre erste gewesen sein. Vermutlich war es sogar die letzte. Okay. Dann wollen wir mal schauen, hier mal eine Turbine. Das kann ja kein Kaufhaus sein, Alter. Die Turbinenkammer. Eine Maschine. Ein Schloss. Wo sind wir hier gelandet, Alter? Hallo? Ist da jemand? Okay. Red Curry Cola, neu. Rote Curry Cola. Uah. Passiert nichts. Ist aber noch intakt. Ein Nutrimat. Wusste gar nicht, dass es die schon so lange gibt. Normalerweise zieht man hier seine ID-Karte durch. Der Nutrimat berechnet dann den individuellen Tagesbedarf und gibt die notwendigen Rationen aus. So bekommt jeder, was er braucht. Okay. Ein elektronisches Schloss. Wie seltsam. Das kann man doch sicher... Bestimmt nicht. Warum nicht? Und wenn wir aus dem Schloss die Energie saugen?
Ja. Benutze Membran mit Schloss. Wie schlau. Ich ziehe die Energie aus dem Schloss in die Batterie und kann es dann öffnen. Oh. Wie soll ich das Delven denn nun erklären? Besser, ich behalte es für mich. Lalalala. Ansehen. Ein Nutrima. Achso, hat man schon. Lesen, bedienen. Achso, hat man auch schon. Passiert nicht. Lese, reingreifen, achso. Was ist das? Hey, das kenne ich. Das ist Geld. Nicht möglich. Das haben Sie sofort erkannt? Ja, mein Vater hatte mir welches gezeigt, als ich noch klein war. Wir hatten nie genau verstanden, wie man es benutzte. Aber bald sollte ich es herausfinden. Achso. Moment. Hallo. Ich würde gerne, ja, hallo. Geld, Münzen in Schlitz. Das wäre ja lustig. Sieht aus, als könnte es passen. Jetzt ist es weg. Jetzt, bedienen. Und Flasche ausnehmen. Eine Flasche Red Curry Cola. Okay. Red Curry Cola. Mach dich wach. Nein, es ist schwarz und man kann nicht mal mehr durchgucken. Das ist der Sinn von Cola, aber das weiß er natürlich nicht. Geld haben wir jetzt keins mehr. Münzbehälter. Eingreifen, aber wir können die Münze jedes Mal wieder nehmen. Leer. Hä? Okay. Schalter. Strom an. Strom aus. Momentan steht er auf aus. Okay, na dann machen wir mal. Nichts. Ich muss wohl erst den Generator anbekommen. Klappe haben wir hier noch, den können wir öffnen. Und wir können das Terminal ansehen. Hierüber hat man Zugang zu den Turbinen. Oh je, das sieht ja kompliziert aus. Was ist wohl die Aufgabe dieser ganzen Schalter? Die Farbe der kleinen Lampe über dem Schalter hat sich verändert. Und der Schwimmer rechts hat sich bewegt. Vielleicht sollte ich ausprobieren, was passiert, wenn alle Lampen grün leuchten. Moment. Oh, die Sicherung ist rausgesprungen und alles wurde zurückgesetzt. Scheinbar darf der Schwimmer nicht zu weit ausschlagen. Okay. Das hat man ja schon. Jetzt mach ich den hier. Der Schwimmer ist schon... Ich muss die Schalter... Okay. Also, die zwei... Die drei konnte ich machen. Hä? Okay. Das geht auch nicht. Eins. Bei dem geht's nach unten. Mit dem nach oben. Mit dem auch nach oben. Eins, zwei... Ach, bei dem ging's nach unten. Okay, bei dem geht's. Das funktioniert gar nicht. Okay, wir probieren mal den. 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 Boah, ist das kompliziert. Den, 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 den. Der lässt sich gar nicht bedienen irgendwie. Den. Ah, jetzt. Okay, es ist der ganz oben.
Weiter nach da kann ich den aber nicht machen. Mit dem zurückgehen geht auch nicht. Wenn ich mit dem zurückgehe, geht es nach oben wieder. Jetzt haben wir den hier ganz oben. Haben auch zwei aktiviert. Wenn ich jetzt... Wie soll das denn gehen? Es geht alles... Ich überspringe das jetzt so. Das ist mir. Na, ich probiere es noch. Einmal probiere ich es noch. Also, der hier geht extrem nach oben, dieser. Der nicht so. Der geht nach unten. Jetzt haben wir das alles geschafft. Ich verstehe nicht ganz. Hopp, hopp. 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 Jetzt ist er ganz oben. Aber wie soll ich denn jetzt weitermachen, wenn ich ihn nicht runterkriege? Okay. Wenn ich den zurückmache, funktioniert. Ich probiere es einfach. Geschafft. Wenn ich jetzt den Hauptschalter betätige, sollte es wieder Strom geben. Was hat sie gemacht? Puh, auch das noch, ein Kurzschluss. Drücken. Geht immer noch nicht. Sieht so aus, als müsste ich rausfinden, was da los ist. Okay, eine Turbinenkammer läuft wieder. Sie laufen wieder mit voller Kraft. Eine. Panzertür? Am Ende des Raumes war eine schwere Panzertür. Jemand versteckte sich auf der anderen Seite. Das wussten Sie? Ich spürte es, ja. Es war die gleiche Person, die vorher meine Sonde gestohlen hatte. Und woher wussten Sie das? Gut, das konnte ich da noch nicht wissen. Aber darf ich jetzt vielleicht weitererzählen?